Also Leute, das im Kommentar, das toppt natürlich alles. Aber auch ich wurde neulich beschimpft. Und zwar stand ich vor dem Ohnezahnautomat und eine Dame hatte sich vorgedrängelt, weil sie unbedingt spielen wollte. Ich habe dann abgewartet, nachdem sie zwei Ohnezahns schon draußen hatte, hatte sie kein Geld mehr. Also daraufhin habe ich dann gespielt und sie hat mich tatsächlich beschimpft. Ist doch nicht zu fassen, oder?